Ja, und damit Halli und Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Chris von I Am Kong und ich begrüße euch immer recht herzlich. Schön, dass ihr wieder da seid. Hier zu Call of Cthulhu. Ja, genau. So, Moment. Ich werde hier erstmal einmal kurz auf den Knopf drücken. Wahnsinn, betreten. Ne, ist ja... Oh, Moment, hier ist ja Wahnsinn, was wir alles betreten. So, außerdem schalte ich mich jetzt mit dazu, ne, zu eurem Leidtragen, zu eurem Leidwesen, ne, habe ich mir vorgenommen, ne, das Spiel hier mit der Webcam bzw. mit Facecam zu spielen. Plotz, und da bin ich auch schon. Hallo, ich begrüße euch wieder, ne, recht herzlich. Schön, dass ihr mich sehen könnt, aus meiner Sicht jetzt. So, jetzt seht ihr allerdings auch, ich habe mir hier schon so einen Grusel, Hintergrund gemacht und ich bin sehr dunkel und düster dargestellt, aber Moment, auch dafür haben wir hier was. Hey, ich habe mir ja hier Peripherie rangeholt. So, Moment, so. Ja, hier, Stimmung ist alles. Ne? Ich habe mir hier so eine ordentliche Lampe hier gekauft. Die stelle ich mir jetzt hin. Dadurch werde ich so ein bisschen angeleuchtet. Ne? Und die Stimmung ist total stimmungsvoll. Ne? Hoffe ich mir zumindest so. So, zack. So, Stimmung pur. Alles klar. So, Call of Cthulhu. Ja, was soll ich dazu sagen? Bevor ich hier jetzt ins Spiel einsteige, muss ich vielleicht noch zwei, drei Wörter von mir geben, wobei könnte ich eigentlich auch während des Intros machen gleich. Wisst ihr was? Komm, drücken wir einfach mal drauf. Ich habe hier den Sound hier und alles schon eingestellt. Wir klicken hier jetzt mal auf ein neues Spiel, auf einen leeren Speicherplatz. Und wie gesagt, da ich weiß, dass dieser Bildschirm hier ein bisschen dominant sein wird, ne, dieser Ladebalken, kann ich kurz ein bisschen was erzählen. Und zwar handelt es sich hier bei Call of Cthulhu, ne, Kapitel 1, Ermittlungsagentur Pierce Boston, oder Ermittlungsagentur Pierce in Boston, das ist wahrscheinlich eher richtig. Es handelt sich um so eine Art Detektiv-Adventure, wenn man so will. Ein gruseliges Detektiv-Adventure von H.P. Lovecraft oder angelehnt an die Geschichten von H.P. Lovecraft, ne? Also hier dem Kult von Cthulhu und so weiter. Ich kann euch nur empfehlen, lasst euch auf dieses Spiel ein, wenn ihr guckt. Also es ist sehr storylastig. Es ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass das große Kampfsequenzen oder ähnliches hat. Und da sehe ich, der Ladebalken schreitet voran. Das Spiel ist in Englisch lokalisiert mit deutschen Untertiteln, deswegen werdet ihr viel mitlesen müssen oder eben halt dementsprechend zuhören müssen. Ich werde mich hier zwischendurch ein- und ausblenden, öfter mal dazwischen babbeln und so weiter. Ne, also es ist was für Liebhaber, möchte ich sagen. Ne, das ist jetzt nicht so, also wenn ihr euch vorher noch keine Horror-Let's Plays oder sowas großartig angeguckt habt, also der Grund für die Kamera, meine Reaktion auf den ganzen Grusel und so weiter, aber schauen wir erstmal. Ich werde zwischendurch immer noch mal ein bisschen was erzählen, beziehungsweise jetzt am Anfang werdet ihr auch selber mitkriegen, so die Qualität des Spiels. Die Grafik ist, möchte fast mal sagen, so lala, aber die Stimmung, ne, die Stimmung macht's. Und deswegen drücke ich hier jetzt auf den Knopf, beziehungsweise werde mich hier an der Stelle erst einmal kurz ausblenden. Ich bin dann gleich wieder mit dabei. Ja, und wir schauen uns das Ganze mal kurz an. Wenn ich verrückt bin, dann ist es Barmherzigkeit. Und mögen die Götter den Menschen bedauern, der in seiner Verstocktheit bis zum schrecklichen Ende bei Verstand bleibt. H.P. Lovecraft, ne? Also... Oh. Versteht er? Also wenn euch so ein geisteskranker Scheiß hier eine ordentliche Stimmung macht, dann seid ihr hier genau richtig. So, ich habe die Mausempfindlichkeit schon mal ein bisschen runtergedreht. Ne? Oh, die haben auch die Amazon-Lampe für 14 Euro. Oder 12 Euro waren da, ne? Sorry, ich finde es lustig. Wie gesagt, ich lasse mich jetzt noch mal kurz ausgeblendet und wir können uns hier mal so ein bisschen, ne, schon mal angucken, worauf dieses Spiel hier gegebenenfalls hinauslaufen wird. Reden.
Chance. Sehen wir dann jetzt auch die erste Besonderheit, ne? Gegen die Dunkelheit. Du musst manche Gegenstände anleuchten, um mit ihnen interagieren zu können. Ne? Also einfach angrapscheln hier ist nicht. Ne? Aber da sehen wir ja schon wieder, ne? Die 12-Euro-Lampe. Ne? Von aus Amazon Boston. Klar, ganz schön creepiger Scheiß, würde ich mal sagen. So, haben wir uns hier gerade schon so eine kleine Zange gegriffen. Die werden wir hier direkt gleich mal anwenden. Geht übrigens total automatisch. Hier aber eben schnell so ein Killerwal rum. Ihhh, und hat einen ein Stück abgebissen. Da auch. Don't fight. You have been chosen. Ja, da war alles nur ein Albtraum, ne? Whisky, ja, wobei kann ich mir kaum vorstellen hier. 1900 irgendwas, ne? Privatdetektiv, ne? Der muss doch Whisky saufen, sonst kann der doch gar nicht. So, ich schalte mich jetzt endlich wieder mit dazu, ne? Das Warten hat ein Ende, ne? Klack. Haha, ja, wunderbar. Da bin ich. Und zwar sind wir hier gerade wach geworden und stehen sofort stramm, ne? Bei Edward Pierce, Privat Investigation. I wonder why I still take these things. Warum nehme ich diese Dinge überhaupt noch vorbei? Hat er geklappt? Geschlafen hat er ja, wie ein Baby. Er hatte nur halt fürchterliche Albträume. So, ja, wir sind in einer Detektei. Das sieht eigentlich soweit ganz nice aus. Ja, da ist auch schon der Whisky. Ne, und da geht's auch schon los. Ich nenne es immer hier so ein Dialogkreuz, obwohl, ja, Kreuz ist jetzt nicht das richtige Wort. So, einen Schluck nehmen oder nicht trinken. Ich denke, diese Entscheidungen werden bereits das weiteren oder den weiteren Spielverlauf beeinflussen. Allerdings sag ich, er ist ein Detektiv, 1920er, der muss Whisky saufen. Auch wenn er selber sagt, ich hasse Whisky. Gönn dir. Und da sind wir auch schon. Dies wird dein Schicksal verändern. Ne, aber das würde mir einfach falsch vorkommen, wenn der jetzt gesagt hätte, oh ne, ich trinke nie wieder was. Been a while since I jotted down something other than my nightmares.
So, und da geht das Ding auch schon auf. Ne, der Fall. Also im Grunde sind das hier unsere Untermenüs oder ja, Untermenüs, wo unsere Aufgaben beschrieben werden. Wir sind jetzt im Ermittlungsagentur Pierce. Wir können da noch ein paar Zusatzinfos drüber lesen. Die werden von mir noch nicht ganz verdeckt. Das ist gut. Ich gehe auch im Weiteren schon mal durch. Ich werde da gleich nochmal drauf drücken, nur damit ihr dann auch den sofortigen, also seht, wofür es da ist. Wir haben dann hier Pierce. Das wird gleich nochmal interessant. Fähigkeiten sowie auch Verstand. Wie gesagt, da kommen wir gleich nochmal zu. So, Darkwater. Wir wissen noch nicht, worum es sich da hier handelt. Hinweise haben wir auch noch nicht. Okay, ich kann gar nicht großartig drauf eingehen, weil, ja, warum auch immer das dann aufgeht. So, Moment. Oh. Nicht, dass das total übel war, aber... Wollte ich sagen, ich habe so einen Klingel im Ohr. I'm listening. Are you Edward Pierce? Private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sheriffield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Ja, und da sind wir wieder, ne? Hier, wir haben jetzt, ja, verteile deine Charakterpunkte. Jeder Charakterpunkt ermöglicht dir, eine Fähigkeit zu verbessern. Ja, ich habe keine Ahnung, wo wir hier drauf drücken. Ich gehe jetzt wirklich nur danach. Wir sind Privatermittler. Wir brauchen also meiner Meinung nach Redegewandtheit ohne Ende. Entdecken ist auch nicht verkehrt. Ermittlungen. Beziehungsweise wir sehen auch hier, was dran steht. Ne? Ich werde es einfach mal ganz kurz. Keine Angst, ich werde das nicht ständig machen. Ich werde es jetzt nur für den Anfang einmal reinhauen. Die Redegewandtheit. Ne? Oh, apropos, ne? Logorö. Redegewandtheit beeinflusst deine Fähigkeit, Gesprächspartner durch die Kraft von Worten zu beeinflussen. Verbesserst du diese Fähigkeit, steigt deine Chance, andere im Gespräch zu überzeugen. Zeugen oder zu manipulieren. Boom, ne, das klingt so überzeugend, da drücke ich sofort ein paar Punkte rein. Der muss einfach. So, Entdeckung. Entdeckung ist die Fähigkeit, versteckte Gegenstände aufzuspüren. Verbesserst du diese Fähigkeit, steigt deine Chance, versteckte Gegenstände zu finden. Nicht entdeckte Gegenstände erscheinen nicht im Spiel. Also das kann wahrscheinlich auch sehr beeinflussbar sein für uns. Psyche. Ich glaube, das wird später ein bisschen interessanter werden. Unter Psychologie fällt dein Wissen über menschliches Verhalten. Verbesserst du diese Fähigkeit, steigt deine Chance, die Motivation einer Person anhand des Verhaltens oder der Analyse eines Gegenstands zu verstehen. Ja, dann ist doch 1A für Ermittlungen. Da kommen direkt, ne, komm, hauen wir direkt ein paar Pünktchen rein. So, dann die Ermittlungen selber. Ermittlungen beeinflussen dein Untersuchungstalent. Verbesserst du diese Fähigkeit, steigst deine Chance, vergangene Ereignisse durch Analyse eines Tatorts oder eines Gegenstandes zu verstehen. Verbessert auch die Fähigkeit, Schlösser zu knacken. Boom, kaufen wir. Boom, direkt 50%. Wobei, ich glaube, immer wenn wir dann hier auf 100% kommen, dann steigen wir hier auf, ne, also immer weiter. Ich denke mal... Ja, okay, wir sind ja schon Profi. Ich meine, wir sind ja auch Ermittler, ne? Wir sind ja Ermittler. Ja, wir haben es ja schon voll drauf. Ich würde trotz alledem auch gerne hier so, ne, in Okkultismus, wahrscheinlich genau das Gleiche, ne? Okkultismus, Verstand oder Verständnis für, ne, okkulte Artefakte zu erkennen und dein Wissen über, so kann man das lassen. So, man kann auch entfernen, man kann hinzufügen über Tastatur. Ich drücke einfach mal hier drauf, zack, zack. Ja, also wir haben jetzt quasi unser eigenes Profil erstellt und geben das mal eben schnell weiter. May I raise a sensitive question? What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem, you've been accepting fewer new cases. Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as I do, there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, are you still... Ich will so ein Telefon. I'm coming. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem. And I must say that I expected anything but a drunkard's lair. You're free to leave anytime, sir.
Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl, she is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Ja, ein Bild. Das werden wir uns mal genauer kurz angucken hier, ne? Its strange beauty isn't enough to hide the feeling of dread it carries. A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. Darkwater? Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. I think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. All right. I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Something's queer. But it's not like I have a choice. Darkwater. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there.
So, jetzt hat das Warten endlich ein Ende. Ich kann mich wieder einblenden. So, plopp, und da bin ich auch schon. Hallo. Ja, wir haben uns hier ein Bild angeguckt und ja, woran erinnert mich das, ne? Weihnachten, würde ich jetzt spontan sagen, ne? Ein fremder Mann, der in die Wohnung kommt. So, wir sehen viele Hinweise in diesem Raum und die werden wir jetzt auch der Reihe nach einmal kurz durchgehen, während ich halt hier noch ein bisschen plapper, wie und warum und wozu. Married woman runs off with her girlfriend. The husband couldn't understand it. Ja, wir müssen uns natürlich eben halt umgucken, Hinweise sammeln und so was. Hier haben wir jetzt einen abgeschlossenen Fall, worum es geht. Könnt ihr ja den Texten hier entnehmen. Wir können auch die Akten so ein bisschen hier rumdrehen. Wobei ich weiß nicht, ob das nachher relevant sein wird. Also ne, Gegenstände wirklich so zu untersuchen, weil ich kann sie nach links und nach rechts drehen irgendwie. Das war dann auch schon. Ne, ob sich da hinten irgendwelche Notizen oder so was befinden, werden wir eben halt sehen. So, jetzt sehen wir schon oben Nebenziel. Mehr über Darkwood herausfinden. Er sagt ja gerade, er hat irgendwo ein Buch. The Learning of Medicine. Einführung in die Medizinkunde. I used to be an avid reader. The Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. A Certificat of Membership. Certificate of Membership. Wentworth Agency. Ja, wir sind wahrscheinlich so ein... ja, Franchise, ich weiß nicht, ob Franchise das richtige Wort ist. Wir sind ein Privatdetektiv, der im Auftrag, ne, also ne, unsere Lizenz hängt von einem größeren, von einer größeren Agentur ab. Und die haben uns auch vorhin angerufen und sagten dann eben halt, naja, Junge, ne, du wirst faul, ne, du alberner Sack. Holding your position and obeying orders, that isn't courage. Ja, und genau das is it jetzt, ne? Dinge angucken, Dinge herausfinden, mit Leuten quatschen und so weiter. Ja, hier hat schon ein bisschen Ermittlungsarbeit stattgefunden, ne? Prohibition, Alkoholverbot und. A good old story of blackmail in a speakeasy. Darkwater is off the coast of Boston. But I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. All I have to do is go to the port. I just hope that I can find a boat able to take me to Darkwater. Natural sciences, linguistics, archaeology. So, außerdem, und ich werde da jetzt mal drauf drücken. Ihr seht es ja immer, wenn wir Sachen angucken, irgendwelche neuen Hinweise haben, dann steht da, naja, hier von wegen Tagebuch und J, und ich drücke jetzt nochmal auf dieses J drauf. Wir waren da vorhin schon mal. Und zwar sehen wir jetzt Ermittlungsagentur Pierce. Das Gemälde untersucht, check. Akte zum Fall Hawkins durchsehen, check. Nach Darkwater reisen, kam ja gerade, als wir uns dann auch das Buch da aus dem Regal gezogen haben. Mehr über Darkwater herausfinden, check. So, Pierce, ja, da sind wir. Neue Punkte sind noch nicht dazugekommen, seit gerade eben. So, Verstand, ja, ist ein Veteran aus dem Ersten Weltkrieg. Aha, ja, da kommen wir in. Psychisches Trauma. Also, ich denke, wir werden hier noch einiges freischalten können. So, Darkwater. Und da geht es los, ne, mit Hinweisen. Wir haben hier sogenannte Personas, ne, über Steven Webster. Das ist der alte Knacker, der gerade bei uns im Büro war und uns diesen Fall hier aufgezwängt hat. Ne, Geschäftsmann, bla 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 bla, ne, zack, zack, Hintergrundinfos. So, dann hier Charles Hawkins, ne, der Schwiegersohn, steht auch dran, verstorben, ne, war wohl der Mann von, ja, denke ich mal von, ne, Sarah. Ja, und ne, der Schüler, beziehungsweise das, der Enkel dann, ne, einziger Sohn von Sarah und Charles Hawkins. Ja, es scheint hier um ein Feuer zu gehen. So, Darkwater. Die Einwohner von Darkwater. Die Orte von Darkwater. Obwohl er ja nicht ganz so zutrifft. Ne? Es ist halt Darkwater, steht hier oben dran und dann kommt hier Orte und wir sind trotzdem bei uns im Büro in Boston, aber egal. Ne, hier geht es um Darkwater Island. Dieser einsame Fels vor der Küste Boston scheint völlig in Vergessenheit geraten zu sein.
Naja, aber ich habe ja versprochen, ich werde euch nicht allen Stoß vorlesen. Ihr könnt da gerne mal einen Blick drauf werfen. Im Zweifelsfall müsst ihr halt kurz auf Pause drücken. So, Okkult. Obwohl wir wissen noch nichts von Okkultismus im Moment. Naja, aber und das Bild kommt uns zumindest schon mal komisch vor. Kunst von Sarah Hawkins. Für die einen ist es ein künstlerisches, oder ist sie eine künstlerische Visionärin, für die anderen ein völlig überschätzter Hochstaplerin, bla 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 bla. Wobei, ich finde das Bild gar nicht mal so schlecht. Und jetzt gucke ich mal kurz hier drauf. Moment, durchs Bild navigieren war das eine. Irgendwie hatten wir nämlich auch noch die Möglichkeit. Bei Hinweisen war das nämlich, glaube ich. Und da sehen wir dann, ne, das Bild ist ein Hinweis, die Akte ist ein Hinweis. Und da können wir inspizieren. Und ich mache das mal. Da kriegen wir das Bild hier in Größe angezeigt. Können das Bild auch drehen. Also es geht buchstäblich um das Bild. Also nicht nur das Foto davon, sondern dementsprechend das Bild, was der Kerl uns da gerade reingeschleppt hat. Und hier hatte ich dann auch schon so die Befürchtung, nachher auch auf den Rückseiten irgendwelche Dinge sind. Wir können hier nichts machen. Also nicht irgendwie mit dem Messer hier raustrennen oder so. Ne, dass wir im Inventar noch Sachen sammeln müssen. Aber ich will mich ja jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster legen. So, dann haben wir hier nochmal die Akten. Auch die müssen dann immer so, ja, nochmal nachkontrolliert werden. Man liest sich die Klamotten dann eben halt so durch. Man fängt dann an, ja, zu untersuchen, Hinweise zu finden, die dann auch in diese Gesprächskreuze mit einführen. Ne, habe ich einen Hinweis nicht gesehen oder noch nicht gefunden? Ja, dann war es das. Das heißt, das kann sein, ich renne durch so eine Stadt, rede mit allen Leuten, die geben mir ihre Hinweise. Ich finde so ein Ding und dann muss ich nochmal mit allen reden und die auf diese speziellen Ereignisse anhauen, gegebenenfalls. Also ich sage euch, das wird auf jeden Fall noch interessant. Ja. So, hier haben wir ein Feuerzeug, ne? Jetzt können wir dann auch hier mit, ne? Zack. Warum, weiß ich nicht. So, ich glaube, ja, das Wesentliche haben wir hier alles jetzt mal einmal kurz angesprochen, ne? Also wie gesagt, man muss sich auf dieses Spiel hier einlassen. Es wird sehr viel Quasselei geben. Ich werde sehr oft die Klappe halten und lasse mich dann trotzdem eingeblendet, weil das wird ja nachher auch noch ein bisschen creepiger hier. Ne, hier würde ich jetzt sagen, hatten wir schon. Ne, gehen wir mal auf Verlassen und erfüllen dieses Ziel. Ja, und das hätte ich eigentlich gerade schon machen können, weil ich weiß ja, dass diese Ladescreens hier, die sind immer so ein bisschen dominanter. Ich werde mich gleich, wenn es hier weitergeht, auch wieder ausschalten. Dann lasse ich erstmal die Sequenz durchlaufen und dann schauen wir mal. Wir sehen jetzt Kapitel 2, Hafen von Darkwater. Pierce nahm den Fall Hawkins an. Der Künstlerin wird vorgeworfen, den Brand verursacht zu haben, der sie und ihre Familie tötete. Der einzige Hinweis ist ein verstörendes Gemälde, das sie ihrem Vater hinterließ. Die Absenderadresse ist ein Lagerhaus am Hafen der Insel Darkwater. Dieser Ort scheint der Ausgangsort für Pierce' Ermittlungen zu sein. Jupp, würde ich mal so sagen. Ja, außerdem, vielleicht kann ich das noch in der Ladezeit weg. Vielleicht habt ihr es gehört, wenn ihr das Let's Play hier von Vampyr, ne, Vampyr, geguckt habt und euch eventuell gerade die ganze Zeit beim Quatschen irgendwas bekannt vorkam, also hier, ne, wir haben denselben Synchronsprecher hier, ne, den englischen. Und wenn der anfängt zu reden, ne, mit seiner butterweichen Stimme. Wobei, er hat ja keinen Akzent, aber da will man einfach zuhören. Ne? Der erzählt ganz gut. Also ihr werdet dann öfter auch mitkriegen, wie ich dann einfach hier so doof hänge, ne? Und ja, ne? Quatsch du mal. Ne? Ne, erzähl mir mal deine Lebensgeschichte, ich werde mir sie anhören. So, passiert da jetzt was mit dem Ladebalken? Ja, der Strich bewegt sich. Ne? Mein Zeichen. Wahnsinn betreten.
almost there. Stay on board. There's guys coming to unload. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Why, thank you, Captain Fitzroy. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. A nice young woman, and a great painter. What a tragedy. You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks.